Grüßt euch! Ich bin wieder im Rennen. Erstmal grüße ich den Martin, seine Söhne und seine ehrenwerte Frau. Ich wollte mich schon mal bedanken, wie schön das bei euch war. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr nochmal kommen kann. Dann komme ich aber ohne mein Söhnchen. Ist die Sache wesentlich entspannter. Tja, extra für euch hat mal ein bisschen die moderneren Züge auch aufgelegt. Jo. Und meine Eisenbahnsaison hat jetzt wieder angefangen. Weil mit Pilz suchen wird das im Moment noch nichts. Das dauert noch ein, zwei Wochen. Dann geht es da richtig los. Bis dahin wird jetzt noch ein bisschen wieder Eisenbahn gemacht. Politisch sind wir gerade ein bisschen auf Pause eingestellt. Das dauert jetzt auch ein paar Wochen, bevor es wieder losgeht. Ja, also habe ich Zeit für Eisenbahn. Außerdem ist Weihnachten. Und da soll ja jetzt endlich die Scheibe rauskommen, die neue von Märklin. Digital, die möchte ich ja gerne haben. Dieses Jahr Weihnachten soll sie kommen, aber das haben sie schon die letzten drei Weihnachten gesagt. Deswegen warten wir es mal ab. Tja, und Schwarzwald ist ja letztes Jahr schon fertig geworden, also dieses Jahr. Bin mal gespannt. Der Martin hat die ersten teuren Bäume gekauft. Da bin ich auch mal extrem neidisch drauf. Allerdings muss ich auch sagen, der Preis schreckt mich aber da schon ein bisschen ab. Ich meine, ich habe die Bäume, die ihr hier seht, wenn die alle da davon wären, oh, jetzt ist der Welt schon mal arm. Aber ich finde die jetzt hier ab. Die sind auch nicht verkehrt. Und die sind eigentlich wirklich preiswert. Von Hecki, so ein Bausatz. Na. Und ja, gerade mal hier so jetzt, das ist klasse. Ja. Gerade Bäume, da kann man so viel machen. Hier schön unten drunter, Waldboden. Also ich finde das klasse. Bäume sind für mich ein eigenes Thema geworden. Hätte ich auch nicht geglaubt. Ja, also hoffe ich mal, dass das was wird mit der Scheibe. Sonst bin ich dann wirklich langsam mal sauer auf die Firma Märklin. Ja. Gibt bald keine Ausreden mehr. Ja. Sonst gibt es erstmal hier nichts Neues. Hab nichts gemacht. Muss ich noch ein paar Weichen oben im Schwarzwald anschließen. Da habe ich gar keine Lust runter zu krabbeln. Das ist mal klar. Das macht wohl niemand gerne. Da ich die ja nicht digital habe, sondern noch voll analog, muss man da durch. Ja. Ja. Mein Markt. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Hier gibt es so einen Hähnchenstand, der ist beleuchtet. Der finde ich total klasse. Also einen kurzen Flug über meinen Markt machen. Ja. Da gibt es auch noch ein paar Stände, da hinten ist noch Platz. Wir können noch ein paar hin. Wir mal sehen, dass ich das mache. So, das war's eigentlich. Also ich bin ja mit diesen teuren Bäumen, aber das habe ich schon oft gesagt, total zufrieden. Na, sieht einfach geil aus. So einen richtig schönen Waldboden, hat sogar hier mit Pilzchen drin. Na, ich habe ja Herbst als Thema. Auch was ich nur empfehlen kann. So. So. Das war's dann erstmal. Soweit. So, nochmal ein Blick auf mich. Also, in dem Sinne, wünsche euch alle eine schöne Zeit. Es kommen jetzt wieder ein paar Videos von mir. Ich hoffe, sie gefallen euch. In dem Sinne, macht's gut!